Wettershow. Und da wird es heute sehr viel Schneenachschub geben, vor allem im Bereich Kärnten, Osttirol, aber auch der Steiermark. Der Schnee breitet sich dann im gesamten österreichischen Gebiet aus und es passt dann in dem Fall auch ganz gut. Es gibt nämlich eine Bauernregel, die besagt, wenn es im Februar nicht schneit, schneit es in der Osterzeit. Somit sollte uns das wirklich erspart bleiben. Die Osterzeit ist ja Ende März bzw. Anfang April und ich persönlich bin schon sehr froh, wenn wir da schon frühlingshaftes Wetter haben ohne Schnee. Dann können wir auch wundervolle Ausflüge genießen, wie wir es hier gesehen haben, auch nach Eisenstadt. Wir haben für Sie noch Bad St. Leonhard vorbereitet. Da ist jetzt natürlich die Situation schon, die ich angekündigt habe. Viele Wolken, die den Schneefall hier aufgrund eines Norditalien-Tiefs zu uns nach Österreich bringen. Und zum Schluss haben wir hier noch Hardegg in Niederösterreich, die kleinste Stadt Österreichs. Und die Burg Hardegg, die kann man hier nur hinter dem Nebel erkennen, aber da braucht man gute Augen. Gute Augen brauchen wir jetzt auch, denn wir haben eine ganz interessante Situation in Europa. Wir haben hier die sibirische Kälte in Deutschland. Die kommt auf uns zu. Dann haben wir ein Norditalien-Tief. Das kommt ebenso nach Österreich. Und wir haben in dem Fall hier auch in Lissabon ein Regentief mit nur 15 Grad. Also wirklich alles dabei in Gesamteuropa. Jetzt blicken wir nach Österreich und auch hier haben wir alles. Wir haben den Regen dabei. Das heißt auch hier Vorsicht, wenn es zu Glatteis kommt. Dann haben wir den Schnee in den südlichen Regionen. Der breitet sich dann im Lauf des Tages aber auf ganz Österreich aus. Und es gibt da und dort immer noch ein bisschen die Chance auf Sonne. Jetzt der Detailblick im Westen und da haben wir vor allem auch schon in Vorarlberg, in Bregenz Regen. In den Morgenstunden dehnt sich dann aus über die gesamte westlichen Bundesländer bei 7 Grad. Im Osten haben wir nicht den Regen, wir haben den Schneefall und da haben wir die Tageshöchstwerte von 1 Grad, also sehr frisch. Es war wirklich auch heute beim Herkommen schon wirklich ein bisschen unangenehm. Unangenehm geht es auch weiter, was die Temperaturen angeht. Wir haben ab morgen diese sibirische Kälte bei uns. Die Temperaturen werden natürlich immer tiefer. In der Nacht sogar im Bereich der zweistelligen Minusgrade. Im Osten dasselbe Bild, wobei ab Freitag kommt dann die Sonne dazu, was natürlich fein ist, aber es kommt auch ein bisschen der lebhafte Wind und da werden diese Minusgrade dann noch kälter vom Fühlen her. Aber heute noch ein bisschen entspannter von der Temperaturlage, aber dann in den nächsten Tagen bitte dick einpacken, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Jetzt war das für Sie das Wetter und wir machen jetzt eine ganz kurze Werbepause und dann gibt es für Sie natürlich die aktuellsten Informationen aus Österreich und auch international.